Es war mal wieder eine aufregende Saison. Die U19 hat fantastisch gespielt. In der Youth League sind Viertelfinale Westdeutscher Meister geworden. Und ich glaube, das zeigt diese Mannschaft eben, oder hat diese Mannschaft ausgezeichnet, Mentalität und wirklich Identifikation mit dem Team und auch mit Borussia Dortmund. Leider bleiben mir zwei Niederlagen besonders in Erinnerung. Gegen Hajduk Split in der Youth League im Viertelfinale, im Signal Iduna Park und natürlich das verlorene Finale um die deutschen Meisterschaften gegen Mainz. Aber ich sehe das jetzt gar nicht so negativ, weil in diesen Momenten siehst du, wenn die Jungs wirklich Platz auf dem Rücken liegen, teilweise fließender Tränen. Die Jungs sind maximal frustriert und enttäuscht und auch müde nach so einer Saison. Und das sind so die Momente, wo dir klar wird, was die Jungs eigentlich nicht nur in diesem Jahr, sondern in den letzten 5, 6 Jahren, ja, was sie da geleistet haben, welche Entbehrungen die in Kauf genommen haben. Ja, mit Schule, mit Fußball, viele Jugendnationalspieler. Das sind 70, 80 Stundenwochen. Und in diesem Moment bricht das halt alles so weit dann eben raus. Und es zeigt aber auch die Ambitionen, die Jungs haben, dass sie wirklich den Willen haben, diese Spiele dann auch zu gewinnen und danach eben maximal frustriert sind. Ne? Aber mit dieser Haltung, glaube ich, haben sie dann den BVB in den vergangenen Jahren wirklich extrem gut repräsentiert. Ja, ich glaube, es ist das erste Mal seit 2014, dass wir uns nicht deutscher Meister, der entweder der U17 oder U19 nennen dürfen. Das ist aber auch erstmal gar nicht schlimm, weil am Ende sind wir ein Ausbildungsbetrieb. Wir wollen die Jungs die Möglichkeit oder die Chance geben, zum besten Spieler zu werden, der sie sein können. Und dann ist es auch Teil unserer Ausbildungsphilosophie, wirklich erfolgreich Fußball zu spielen, ja, oder im Zweifel auch Titel zu holen, aber zumindest den Anspruch zu haben. Wir sehen ja jetzt auch, wir haben schon drei Spieler mit Moukoko, Gittens und Rothe, die ja noch in der U19 hätten spielen können, sind schon bei den Profis. Vielleicht kommt jetzt auch aus dem Jahr noch der ein oder andere hinzu. Ansonsten geht es bei uns in die U23, die ja auch in der Drittliga spielt. Andere Spieler, die uns aus diesem Jahrgang verlassen werden, werden Top-Vereine finden. Deshalb ist das schon mal sehr gut. Und für mich ist auch immer so ein Kriterium Pflichtspiele der Jugendnationalmannschaften. Es ist natürlich extrem toll, dass unsere U17 Europameister geworden ist mit 4 Spielern von uns. Almugira Kaba, Kiel Wädchen, Paris Brunner und Charles Herrmann. Und Paris Brunner sogar zum geteilten Torschützenkönig und zum besten Spieler des Turniers gewählt worden. Da sind wir schon ja auch extrem stolz auf die Jungs. Ich finde das den Titel schon fast ein bisschen amüsant, weil es immer hieß, ja, es kommen keine guten Talente nach und den Nationalmannschaften sind wir nicht wettbewerbsfähig und auf einmal sind wir Europameister. Und ich glaube, das wird den Jungs einen riesen Motivationsschub geben. Im Grundlagenbereich U9 bis U11, da haben wir ja auch deutschlandweit teilweise schon auch auf unser Bestreben ein bisschen umgestellt. Sie spielen dann auf mehreren Feldern gleichzeitig. Hohe Einsatzzeiten, viele Ballkontakte, viele Tore schießen. Dass du am Ende dann auch gar nicht mehr weißt, du hast, weiß nicht, vielleicht ein paar Spiele gewonnen, ein paar Unentschieden, ein paar verloren. Am Ende weißt du gar nicht mehr, okay, wenn du jetzt alle zusammenrechnest, wer hat eigentlich gewonnen, auch weg dann eben von Tabellen. Und dadurch besteht halt gar nicht die Gefahr, dass die Trainer auch unter der Woche auf das Spiel hintrainieren, ja, sondern dass ganz andere Ausbildungsinhalte wichtig sind und sich dadurch die Jungs dann eben auch weiterentwickeln. Und die Jungs wollen wir Spaß vermitteln, die sollen Freude am Spiel haben, die sollen mutig sein, Fehler machen zu dürfen. So, und ich glaube, das ist in der Altersklasse extrem wichtig. Wir waren nie an dem Punkt und sind es nicht und werden es auch nie sein, dass wir sagen, boah, alles super und genauso machen wir weiter. Und da ist auch egal, wie hoch die Durchlässigkeit ist, ob wir Spieler in den Profibereich bringen, ob wir irgendwie deutscher Meister werden oder vielleicht irgendwann mal die Youth League gewinnen. Weil ich glaube,
das zeichnet uns aus, dass wir einfach zweifeln. Oder der Zweifel, okay, ist das überhaupt alles so richtig, was wir machen? Was machen vielleicht andere besser als wir? Unsere Trainer hospitieren teilweise auch im Ausland. Mit der U19 haben wir durch die Youth League ja auch sehr viel Kontakt mit ausländischen Vereinen. Da sind wir auch permanent im Austausch. Okay, wie geht ihr? Meist haben wir die gleichen Probleme. Wie sehen eure Lösungen aus? Und dementsprechend, da werden wir uns in allen Bereichen, müssen wir uns dann weiterentwickeln. Und das wird durch diesen Zweifel wird das immer vorangetrieben.